Hallihallo Freunde und willkommen zurück zu unserem 10. Part von Final Fantasy 7. Es sind jetzt hier auch schon wieder 10 Teile. Wahnsinn, wie schnell das doch geht, wie schnell man 10 Teile zusammen hat. Und in unserem letzten Part haben wir uns aufgemacht, um das Hauptgebäude der Shinra Corporation ausfindig zu machen und sind jetzt aus den Slums bis auf die obere Platte geklettert und nun stehen wir hier. Übrigens haben wir noch von Aeris Ziehmutter erfahren, dass Aeris die letzte Überlebende des alten Volkes ist und eine besondere Gabe besitzt und darum die Shinra Corporation sie braucht, um dass sie ins verheißene Land führen kann, also in ein Land der Glückseligkeit führen kann. Und darum wollen sie Aeris benutzen. Und wir sind jetzt drauf und dran, Aeris zu befreien. Und jetzt stehen wir hier vor dem Haupteingang zur Shinra Corporation. Und jetzt haben wir die Wahl. Stürmen wir den Haupteingang und werden in ziemlich viele Kämpfe verwickelt. Oder ich nehme den Hintereingang, was aber dann mit sehr viel Treppenlaufen verbunden ist. Denn wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so stark. Also die Kämpfe würden wir wahrscheinlich ganz gut tun, aber weiß nicht. Ich bin hin und her gerissen. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Aber Scheiße, was mache ich jetzt? Ich hätte schon Bock auf Kämpfe, aber ich weiß nicht, wie viele Kämpfe es werden. Ich nehme aber den Hintereingang. Ich nehme den Hintereingang. Der ist einfach idiotensicherer, sag ich mal. So. Puh. Du willst wirklich die ganzen Treppen laufen? Naja, irgendwie müssen wir doch, das Hochdorf ist ja die Folter. Ich habe keine Zeit mit dir rumzustreiten, das ist alles viel zu schnell. Hey, ich habe jetzt gar nicht gescheit lesen können, das lief hier gerade ab wie aus einer Maschinenpistole. So schnell kann kein Schwein lesen. Naja, ist ja egal. Dann werden wir jetzt die Treppen hinauflaufen. Weiß nicht, warum wir zum Henker die Treppe nehmen müssen. Weil wir kein Aufsehen erregen wollen, solange wir Aeris nicht gerettet haben. Falls es überhaupt möglich ist. Hör auf, du hörst dich ja schlimm an. Ach, das sagt der Cloud. Vorher hat er sonst immer tiefer irgendwas zu ihm gesagt in der PlayStation 1 Version. Also kämpfst du sogar für andere. Ich habe mir wohl ein falsches Bild von dir gemacht. Ja. Mir ist egal, wie du mich einschätzt. Ich wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe. Was willst du damit sagen, Tifa? Sie schnauft halt. Wie viele Stufen sind's denn noch? Frag sie doch einfach selbst. Ist das vielleicht eine dieser Endlos-Treppen? Was meinst du? Ach, Blödsinn! Dieser Endlos-Treppen. Na schön. Kann ja auch nicht sein. Oder kann ja auch nicht sein. So, auf die Art. Das wäre ja richtig hohl, ja. Endlos-Treppen. Sind wir schon da? Noch nicht. Schon da? Ich sagte noch nicht. Spar dir deine Fragerei doch. Wir sind noch lange, lange, lange nicht da. Oh, und da ist ein Item. Hallo? Ein Elixier. Nice. Das ist gut. Verdammt nochmal, mir reicht's, ich kehre um. Willst du die Treppen runterlaufen?
Kein Kommentar. Keine Antwort ist auch eine Antwort von Barrett. Auf der PlayStation 1 Variante heißt es, glaube ich, anders. Da heißt es irgendwie, und nimm dir genauso viel Zeit, wie du fürs Hochlaufen benötigt hast. Komm schon, Barrett, reiß dich zusammen! Ja, ja, ich weiß nur, dass ich auch nur aus Fleisch und Blut bestehe, wenn man mal von meinem Arm absieht. Spring nicht mit mir um, als ob ich ein Ex-Mitglied oder von Soldier oder ein Ex-Mitglied von Soldier wäre. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich laufe jedenfalls weiter. Ja, Barrett, du gehst als Erster. Du etwa nicht? Das war nicht so gemeint. Ist schon gut. Cloud, geh du auch voran. Oh, die ist ganz schön stinkig gerade, die Tifa. Und bin schon die Letzte. In welchem Stock sind wir jetzt? Ich habe das Zählen aufgegeben. Wieso müssen wir nur so hohe Häuser bauen? Diese Shinra. Was die auch anstellen, es kommt nichts Gutes dabei raus. Tifa sagt gar nichts mehr. Uff, Mann, bin ich geschafft. Marlene, Fati wollte dich noch einmal sehen. Hörst du jetzt vielleicht auf, dich wegen dem bisschen Treppsteigen wie ein Idiot aufzuführen? Nicht mehr lange. Oder doch? Achso, das war gar keine Frage. Oder doch? Ja, Treppenlaufen ist gesund, Leute. Das hält die Knochen fit. Obwohl ich sagen muss, wenn es wirklich so viele Treppen wären, aber ich denke, da wird es mir auch anders werden. Endlich geschafft. Ich hoffe, ich krieg nie wieder in meinem Leben auch nur eine Treppenstufe zu Gesicht. Das gibt einem wirklich den Rest. Aber jetzt geht's ums Ganze. Machen wir uns bereit. Ja, sollten wir. Das sind Aufzüge. Ich mag Züge. Vernichtet die Eindringlinge! Das werden wir sehen, wer hier wen vernichtet. Das werden wir sehen. Naja, stark sind sie aber nicht. Ihr seid erbärmlich. Aber sowas von erbärmlich. Granate, okay. Ja, die haben also nur Granaten. Na gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ey. Du Sack, weicht ja auch noch aus. Geht's noch? Autsch. Rollschleuder. Ach, der hat seine Rüstung jetzt verloren, so wie das aussieht. Angriff, Barrett, mit deinem Feuerball. Wumm. Aber der wird noch nicht weg sein. Nein. Hätte mich auch gewundert. Was hat der für komische Beine, der Soldat da? Hallo, wie wär's mit Treffen, ihr Sackgesichter? Kurz, jetzt mal nochmal Blitz ein, wenn es nicht anders geht. Jawohl, gut. Dein Ernst? Wie kann sowas bitte daneben gehen? Sagt mir das mal einer. Wie kann ein Zauber bitte daneben gehen?
Oh, die Viecher, die nerven mich. Na gut, die Rollschleuder ist nicht gerade schwach. Dann machen wir dem Ganzen jetzt ein Ende mit dem Querhieb. Und tschüss, du Brocken. Du nervtötender, tschüss. Jawohl. Gott sei Dank. Oh, 150, ja. Ordentlich. So. Was ist das? Schlüsselobjekt Codekarte 10. Das ist für den Aufzug gedacht, Leute. Aber zuerst ist Heilen angesagt. So. Besser. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Aufzug. Yippie! 59, in dem bin ich gerade. Und gehen wir jetzt in Etage Nummer 60. Wir müssen ja schließlich hochkommen. Jetzt kommt's drauf an. Verrat dich bloß nicht. Ich hoffe, Aris geht es gut. Mit Sicherheit, er geht's mit Sicherheit prächtig. Er geht's mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und die Wache schläft. Seht uns nicht kommen, ja Gott sei Dank. Haha, tschüss. Was suchst du hier? Kein Zutritt für Unbefugte. Leute wie du gehören nicht hierher. Na los doch, raus hier. Nein, ich gehe nicht raus. Nö, das fällt mir im Traum nicht ein. Das fällt mir im Traum nicht ein, Leute, dass ich da jetzt gehe. Ist da hinten irgendwas hier? Irgendwo? Nein, nichts, gar nichts. Wirklich gar nichts. Schau sie dir nur an, die Wachposten. Renn herum wie aufgescheuchte Hühner. Cloud, du gehst voraus. Gib uns ein Zeichen, sobald wir nachrücken können. Okay. Okay. Und was für ein Zeichen soll ich hier geben? Auf okay. Warte, bis die Soldaten sich umdrehen und drück dann okay als Zeichen für die anderen. Okay. Okay, und jetzt unsere liebe gute Tifa. Puh, das war knapp. So. Oh, die rennen. Das ist weniger schön. Oh, das war aber knapp gerade. Hör mir auf. Ich warte, bis die weg sind. So. Das war auch gerade knapp, hey. Leck mich fett. Das war gerade richtig knapp. Boah, das war auch gerade haarscharf. Jawohl. Wir haben es geschafft. Ohne Aufsehen zu erregen. Nice. Okay, jetzt steigt die Party. Vergiss nicht, wir sind hier, um Aris zu retten. Teufel, ich weiß. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass der Barrett eine Stinkwut auf die hat. So, schauen wir uns hier erstmal um. Ich kann mich nicht erinnern, dich schon gesehen zu haben. Bist du neu hier? Du bist vielleicht süß. Lass mich dir ein paar Dinge beibringen. Dinge? Du brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Ich wollte nur zeigen, wie man ins nächste Stockwerk kommt. Die Leute, die in der Firma das Sagen haben, sitzen in den Stockwerken oberhalb des 60. Des 60. Da kommt man ohne Codekarte aber nicht hin. Wenn man eine Codekarte hat, kann man die Aufzüge nach Belieben benutzen. Voila! Schon hörst du, wie sich die Tür öffnet. Denk dran, dass es verschiedene Arten von Karten gibt. Mit nur einer Codekarte kommt man nicht überall hin. Zum Beispiel kommt man mit der Codekarte 60 nur in den 60. Stock. Mit der Codekarte 65 kommt man nur in den 65. Stock. Für ein Unternehmen wie Shinra ist es ist so ein ausklügeltes Sicherheitssystem nur recht und billig. Schließlich laufen hier die Zügel der Macht über Midgar und der ganzen Welt zusammen. Oh, ich muss gehen, an die Arbeit. Okay. Wo bleibt sie denn? Hat sie ihre Codekarte vergessen? Oberhalb des 60. Stocks
haben auch Firmenmitarbeiter nur mit Codekarte Zutritt. Okay, was sagst du, Bürschchen? Hallo? Wer zum Geier bist du? Was hast du hier zu suchen? Wo ist Aeris? Aeris? Woher kennst du diesen Namen? Du bist doch nicht etwa... Aeris, du meinst das Kind, die Pförtnerin? Um die habe ich mir auch schon Sorgen gemacht. Womit weitere Konkurrenz das Feld betreten hätten, wie? Hätte. Soll das heißen, sie ist es nicht? Es ist jemand anderes? Oh, ich verstehe, also du bist vermutlich, wie heißt das nochmal? Shinra Corporation Reparaturabteilung. Sieht aus, als würde sich das Gebäude hier langsam in seine Bestandteile auflösen. Die Tür hier steht sperrangelweit offen. Das muss sofort in Ordnung gebracht werden. Wenn du schon dabei bist, kannst du dich auch gleich um die anderen Stockwerke kümmern. Ich gebe dir das hier. Ah, der gibt uns die Schlüsselkarte, okay? Okay, danke. Ich schaue mich aber hier noch weiter um. Mir war so, als hätte ich weiter und gerade einen Radau gehört. Was war denn da los? Keine Ahnung, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Oberhalb des 60. Stockwerks ist alles sicher. Da hinten war doch gerade noch einer. Hä? Wo ist der hin? Ach, der läuft da. Dies ist die Launch-Etage. In den Stockwerken darüber sitzen die großen Tiere der Firma. Es ist ganz schön hart, ständig einen Chef über sich zu haben. Das schafft einen völlig. Das glaube ich, kann ich mir vorstellen. Was sagst du? Die Tür hier geht nicht mehr zu, solltest du am besten gleich reparieren. Nö, mache ich aber nicht. Nee, ich habe keinen Bock. Vor allem, ich bin nicht der Reparaturdienst, du... Flunze. So. Nächstes Stockwerk, wir kommen. Wir gehen jetzt erstmal ins 61. Stockwerk. Wir arbeiten uns... Ach so, das war... Ups. Das war sogar das 61. Ups. Gut, dann muss ich jetzt ins 62. Stockwerk nach oben. So. Mal sehen, was dort vorzufinden ist. Was sagst du? Hart heißt er. Angenehm. Dies ist das Büro des Bürgermeisters von Midgar. Herr Domino ist in seinem Büro. Ich bin der stellvertretende Bürgermeister. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an mich. Domino, Oh, und wer könnten Sie sein? Sie sind sicher diese... ich? Domino, der Bürgermeister von Midgar. Ich bin aber nur Pro-Forma-Bürgermeister. Die Stadt und alles in ihr wird von der Shinra Inclusive geführt. Oder soll ich bloß vorlesen von der Shinra Inc., aber ist ja eigentlich Wurst. Mein einziger echter Job besteht darin, Shinra-Dokumente zu verwalten. Ich, der Bürgermeister, ein Bibliothekar. Oh. Sie möchten nach oben, wenn Sie das Passwort erraten, gebe ich Ihnen meine Codekarte. Ja genau, errate Sie das Passwort und ich gebe Ihnen meine Codekarte. Wenn Sie es beim Erstversuch erraten, bekommen Sie noch ein Spezialobjekt als Zugabe. Okay, also da muss sie jetzt gucken. Es gibt in jeder Abteilung... Also es gibt eine Bücherei sozusagen und da gibt es, glaube ich, in jedem Regal gibt es ein falsches Buch. 2. Plan for New Land Weapon. Heiliger Shinra Peacekeeping Law. Anti-Shinra Activities. Economic Report. Anti-Shinra Activities. Dann. Hä? Ach, das sind mehrere, oder was? Breakdown of Soldier Members by Class. Warum ist das auf Englisch? Macro Energy and the Rise in Life Forms. Okay. Warum ist es auf Englisch? Wenn ich mal so blöd fragen darf. Modern History of Midgar Space Program Volume 2. Also ich muss da jetzt in jeder Abteilung von der Bibliothek schauen.
welches Buch dann nicht dazu passt und dadurch dann den ersten Buchstaben rausnehmen. Also da ist es ein D. Sorry, verklickt. Also D. Was haben wir hier? Schauen wir mal. Also da Waffen und so. Frieden. Oh, irgendwas mit Frieden. Breakdown Soldier. Anti-Shinra Activities. And the Rise in Life Forms. Nee, das war's nicht. DE, also ich glaube, das ist Anti-Shinra Activities. Ich denke, das wird's wahrscheinlich sein. Alles was nicht mit Material for New Weapon. Oh, das ist H. Breakdown of Soldier Members by Class. D und... Also entweder H. Oder E. Tja, da kann ich jetzt bloß raten. Also D ist auf jeden Fall. Was haben wir hier? Mika Crime White Paper. Data... Okay, Daten, File, The Ancients in History, die Antiken der Geschichte, Final Evolutionary Stages and Land the Dwelling Life. Das weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Ja, das kann was werden. Das kann was werden. Problems with Plate Construction. Mitka City Map, das hat alles bestimmt. City Map. Reaktorkonstruktionen. City Planung. Also das passt nicht rein. M. Also M und D. M und D sind auf jeden Fall schon sicher. Schauen wir mal, was der für Worte hat. Ich werde jetzt mal schnell schauen. M und D. Alles klar, dann sag's. M und D. Bomb Mako Hoyo. Warten Sie. M. Scheiße, ich hab bloß eins richtig. Das mit dem M, das stimmt. Das weiß ich. Problems with Plate, Midgar Map, oder ist das? Ich glaube aber, dass es das ist. M. Also das ist auf jeden Fall, da stimmt wahrscheinlich das D stimmt wahrscheinlich nicht. Mika Crime, White Paper. Data. Was hat er denn? Best. Bomb. Also ich meine, dass es wahrscheinlich Best ist. Warten Sie. Ich gehe noch mal gucken. Denn es ist in jedem Spiel ist es anders. Bei einem ist es Mako und beim anderen ist halt ein anderes Wort. Also. Das war auf jeden Fall das Breakdown. Ja. B. Also. Dann schauen wir mal, ob es vielleicht Best sein könnte. Wollen die mich verarschen? Boah, da brauche ich ja ewig, bis ich das rausfinde. Da brauche ich ja ewig lang. Reaktorkonstruktion. Und dann History of Midgar Space Program. M. Aber es gibt kein Wort mit M am Ende. Es gibt kein Wort mit M am Ende. Es gibt bloß das da mittendrin. Ich versuch's einfach mit Best.
Okay, dann kann ich das Item abschreiben, Leute. Ich hätte nämlich ein Item bekommen. Welches Item hätte ich da kriegt? Die Elementsubstanz. Nee, Leute, da muss ich jetzt kurz raus. Denn ich will die Elementsubstanz schon haben. Also wenn ich es schon mache, dann will ich es schon richtig machen. Ja, dann gehe ich kurz raus. Aus dem Spiel. Und mach's dann nochmal bis hierher. Und dann schau mal, ob ich's rausbekomme, das Wort. Also bis gleich. Ja, Leute, hier bin ich wieder und ich habe eine Sache vergessen. Darum bin ich auf das Passwort nicht gekommen. Und zwar, es gibt in jeder Bibliothek, hier ist in jeder Abteilung der Bibliothek, ein Schild von draußen, was draufsteht, was für Bücher sich in der jeweiligen Abteilung befinden. Und hier steht jetzt drauf, Shinra Inclusive Stadtentwicklung Forschungsbibliothek. Halt. Achso. Wissenschaftliche Forschungsbibliothek. Wissenschaftliche. Midgar Crime White Paper. Data of Experimental Animals Living Near Midgar. Das ist auch nicht. Dateien von Dr. Gast Biologie. Die Antiken der Geschichte. Ja, dann ist wahrscheinlich das da. C und M. Okay. Ich hoffe, das passt. Raumentwicklung und Forschungsbibliothek. Midgar Space. And Planet Movements. New Plans of Urban Planning. Space Mission. Space. Also dann. Plans. Neue Pläne. Für irgendeine Planung. Diminishing Macro Energy in Planet Movements. Also dann muss es fast das hier sein. New Plans for Urban Planning. N. Was ist denn das für ein Wort? Hä? Ich blick grad nicht durch, Leute. Friedensbewahrungs-, Waffenentwicklung und Forschungsbibliothek. Waffen. Materia. Okay, das passt auch. Breakdown of Soldier Members by Class. Economic Report Anti-Shinra Activities. Macro Energy and the Rise in Life Forms. Was war das da draußen schon nochmal? Oh Gott. Riesewahrungs-, Waffenentwicklung und Forschungsbibliothek. Es gibt bloß ein Wort mit M und das ist das Mako. Und Mako kann es nicht sein. Da gibt es nämlich kein Wort mit A, außer halt in Ancient History. Oh, weißt du, das... Das kostet mich wieder viel Zeit. Stadtentwicklung und Forschung. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ich schreibe jetzt mal ganz schnell, Leute. Moment. Ich schreibe jetzt mal kurz die zwei Sachen auf. Ich schreibe jetzt mal kurz die zwei Buchstaben auf. Kleinen Moment. Was war das nochmal? Reaktor, also. 5R. Und das andere war was? Moment. Das war, glaube ich, 16M war das, gell? Ja. 16M. Okay. Ich denke, dann ist es fast das hier. Midgar Crime White Paper. Also. 4M. Ups, das war jetzt... blöd geschrieben, okay. Dann weiterschauen, aber ich denke, da wird es kein Wort geben. Kannst du mir sagen, was du willst? Raumentwicklung und Forschung. Shinra Rocket Space Travel. Also da komme ich jetzt gar nicht damit klar gerade. Was willst du, Mann? New Plans.
Ich habe noch keine Umlaute. Ich habe bis jetzt bloß so blöde. New Plans. Ja, das ist auf keinen Fall. Ich schreibe mal 10N auf. Was war das? Das war mit Frieden und so. Economic Report. Ich nehme jetzt mal 7E. Oh Gott, also wenn ich es jetzt wieder nicht richtig habe, dann beiße ich mir echt in den Arsch. Dann beiße ich mir echt in den Arsch. Ich will bloß gucken, was der für Wörter hat. Ob da irgendetwas zusammenpasst. E ist auch bloß 1. Dann ist es E in dem Fall nicht. R. M. M. N. R. Ist auch bloß in einem Wort drin. Oh mein Gott. Ich verzweifle hier, Leute. Ich verzweifle hier gerade wirklich. Ich habe absolut keinen Plan, was der von mir will. Breakdown. Aber ich habe da nirgendwo was mit O gesehen, also kann es Bomb Out sein. Also es fallen auf jeden Fall schon mal welche weg. Jetzt heißt's erraten. Also, es fällt weg. Hoyo fällt weg. Überall, wo O drin ist, das fällt eigentlich weg. Außer vielleicht Bomb. Bomb oder Makro? Nee. Ja, best ist es nicht. Best ist es auf keinen Fall. Das Passwort bitte, ja. Wenn ich wieder falsch liege, dann. Boah, dann reg ich mich echt auf. Aber. Ich komme gerade absolut nicht damit klar. Was haben wir denn hier für Worte? E, A. Makro. Ich schaue jetzt erstmal nach denen die Umlaute. Was für Umlaute da sind. Warten Sie. Vielleicht tue ich mir so leichter. Was wollen Sie wissen? Hilfe. Natürlich, okay. Als Beamter muss ich den Bürgern dienen. Hier ist ein Hinweis. Für 500 Gil. Ja komm, ich gebe dir das Geld. Oh fein, vielen Dank. Hören Sie, zu diesem Stock gibt es 4 Bibliotheken für 4 Bereiche der Shinra inklusive. In jeder sind Teile des Passworts versteckt. Sie müssen die Akten in jedem Raum genau anschauen. Der Bibliotheksname steht jeweils auf dem Schild vor der Tür. Nächsten Hinweis, natürlich. Für 1000 Geld. Ich hab grad alles für 1000 Geld. Oh mein Gott. Wie viel Kohle habe ich? Ja, ich habe eh nicht mehr viel. Also, es können bloß 2 Worte sein. Best und Mako. Bomb kann es sein, Orbs kann es sein, King kann es auch sein, weil ich kein I gesehen habe. Ich probiere es jetzt nochmal. Und dann sehen wir also, es ist ein S dabei, aber ich habe nur die Umlaute E und A. Aber K. Aber es gibt kein O. Es muss fast best sein. Nein. Ach, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Und jetzt Mako. Wo ist da bitte das O gewesen? Wo? Sag's mir, wo? Leute. Ich habe ja jetzt gerade vorhin festgestellt, dass es einige Buchstaben gar nicht gibt, die für das Lösungswort eigentlich notwendig sind. Es gibt kein K und es gibt auch kein O. Aber das Passwort ist Mako. Ich würde jetzt so lachen, wenn es jetzt wieder ein anderes wäre. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Also, ich nehme das Wort Marco jetzt. Und das Wort stimmt. Ich habe aber jedes Buch in jeder Bücherei, also in jeder Abteilung jedes Buch durchgeschaut. Es war zwar ein A und ein M dabei, aber kein K und auch kein O. Es sei denn, die haben es irgendwie vergessen, das auf Deutsch umzusetzen, also halt zu übersetzen, die Bücher, denn dann kann das gar nicht stimmen. Oder ehrlich gesagt, dann kommt man nie auf dieses Wort. Ich war es der festen Überzeugung, dass es entweder Best oder Bomb ist, eins von beiden. Na gut, Bomb kann auch nicht sein, weil es ja kein O gab. Aber na gut, jetzt habe ich es auf jeden Fall. Und jetzt kriege ich erstmal die Schlüsselkarte von dem bis zur Etage 65. Und ich bekomme noch etwas Zusätzliches, das... Nein, das war wieder blöd formuliert. Ich bekomme jetzt eine weitere Materia, und zwar die Elementmaterie von ihm, wenn man es auf Anhieb schafft. Und er sagt jetzt nämlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie es beim Erstversuch schaffen. Man soll eben nie nach dem Äußeren urteilen, genau wie bei Büchern, aber versprochen ist versprochen. Hier, noch etwas. Materia Nebenwirkung heißt sie da, okay. Sie fragen, weshalb ich das tue? Natürlich aus Rache. Shinra hat mich gequält. Deshalb war ich eben etwas unfreundlich. Fahrt hoch und zeigt's denen mal so richtig. Die werden sich wundern. Ja, das werden sie sich. Ich hab da jetzt so lange gebraucht, Leute. So ewig lang gebraucht, bis ich da mal auf dieses doofe Passwort gekommen bin. Klar, ich hätte es auch so machen können. Ich hätte jedes Passwort anklicken können und dann und mir halt dann das Richtige raussuchen können. Ja, aber da hätte ich jetzt, weiß Gott, wie oft immer dann neu starten müssen. Und da hätte ich dann immer von dem Gebäude, also bevor ich die Treppen hochlaufe, immer starten müssen, und das war es mir nicht wert, und darum habe ich es jetzt einfach mal probiert, weil es auf der PS1-Version, auf der es gespielt hat, war auch das Passwort Mako, und da jetzt komischerweise auch, aber da waren die Bücher auf Englisch. Jo. Dazu gebe ich jetzt keinen Kommentar ab, ist einfach bloß hohl, bin ich ganz ehrlich, aber okay, dann ist es halt so, dann war es das. Hier, dann gehen wir jetzt auf Etage 63. Wir arbeiten uns jetzt langsam von unten nach oben, ja. Ach, und das ist das, okay, mit diesen Schätzen. Da gibt es auch irgendeinen Trick, Leute, dass man da wirklich jeden Schatz bekommt. Und da muss ich jetzt aber hier rein. Piep, piep, prüfe Codekarte. Arbeiterstufe B, okay. Du darfst maximal 3 Türen auf dieser Etage öffnen. Knack, tausche ein Coupon gegen ein Objekt. Achtung, nie unbesonnen die Lüftungsschächte betreten, das ist gefährlich. Ein Lüftungsschacht. Sieht nicht so aus, als könnte ich reinklettern. Okay. Okay, dann schauen wir mal, wo ist der erste? Tür öffnen, ja. Ich möchte auch diese Tür hier öffnen. Moment. Ja. Und die hier auch. So. Jetzt haben wir Coupon B erhalten. Lüftungsschacht. Da klettere ich jetzt rein. Frag mich zwar, wo ich da rauskomme. Gehen wir mal darüber. Dann komme ich da hinten runter, okay. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Ob ich da zum zweiten Schatz komme, zum zweiten Coupon? Ja, komme ich. Jetzt kann ich da zwar raus, aber jetzt kann ich den dritten nicht holen, hier. Ja, muss ich wieder zurück. Muss ich alle Türen schließen. Ich weiß zwar nicht, ob dann die Coupons auch alle wieder weg sind, wenn ich jetzt da wirklich die Türen wieder schließen lasse, wenn ich das resette. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, Leute. Aber darum probiere ich es aus. Um dass man das gleich im Vorfeld weiß. Ich will da rüber, danke. Vielmals.
So. Befehl eingeben. Alles löschen. Nochmal von vorn beginnen. Alle Informationen und Materialien, die du in diesem Stock erhalten hast, werden gelöscht. Löschen? Ja. Okay, also sind die Teile dann auch weg. So wie es aussieht. Die Coupons, also muss ich das alles auf einem, oder eher gesagt, in einem Aufwisch erledigen, dass ich wirklich in einem Durchgang alle drei Coupons einsammeln kann. Und wenn ich da auch nur maximal drei Türen öffnen kann. Irgendwie muss das funktionieren. Ja, Leute, aber jetzt mache ich für diesen Part einen Cut. Der hat mir jetzt wieder einiges an Nerven gekostet. Der hat jetzt wirklich nicht so viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen dieser blöden Passwort. Und vor allem, weil ich daraus nicht schlau werde, warum die Bücher auf Englisch waren. Und ich habe mich jetzt nur nach diesen englischen Großbuchstaben gerichtet und da trotzdem das Passwort nicht gestimmt hat. Und es eigentlich ein Wort war, das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, weil einfach zwei Buchstaben in keinem von diesen Büchern vorgekommen ist. Verstehe ich nicht. Werde ich nicht verstehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch unterhalten hat. Und in unserem nächsten Part machen wir hier weiter. Und ich hoffe, dass diese Aktion hier jetzt schneller vonstatten geht. Dass ich dann nicht zu viel Zeit verliere. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt und sage hiermit, macht es gut, halt die Ohren steif und bis zu einem weiteren Teil von Final Fantasy VII. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.